Herbstimpression im Oktober 2020. Heute ist Samstag, der 24. Oktober 2020. Und wir wollen euch in diesem Video zeigen, wie schön sich die Natur im Herbst zeigt. Die unterschiedlichen Farben der Bäume erzeugen bei Sonnenlicht einen fast goldenen Glanz. Wir sind hier in unserem Stadtwald. Doch leider hat sich die Sonne jetzt hinter den Wolken versteckt. Wir fahren weiter in Richtung Gut Escheberg. Hinter Oberelsung entdecken wir auf einer Wiese einen Drachen. Und wir erinnern uns an unsere Kindheit und schauen ein bisschen zu. Dann geht es weiter zum Gut Escheberg. Hier parken wir unser Auto. Dann geht es durch den schön angelegten Park. Das Rascheln und die bunten Farben des Laubes lassen uns die Corona-Krise für ein paar Augenblicke vergessen. Hier auf dieser Bank an den kleinen Teich genießen wir noch ein paar Sonnenstrahlen. Wir sind hier im Moment die einzigsten Besucher und brauchen deshalb auch keine Masken tragen und können so die Natur in ihrem herbstlichen Gewand voll genießen. Wir verlassen den Park und es geht dann ein paar Meter weiter. Hier nochmal ein Blick auf das Privatgrundstück des Besitzers. Dann ein paar Meter weiter geht es zum Golfclub Gut Escheberg. Hier sieht man die vielen Elektrofahrzeuge, mit denen die Golfer ihre Golfausrüstung auf den groß angelegten Golfplatz transportieren können. Die Golfanlage sieht sehr gepflegt aus. Und durch die goldgelben Blätter der Bäume wirkt alles noch viel schöner. Hier noch ein schönes Kaffee-Restaurant mit großer Terrasse. Unser nächstes Ziel ist der Hohe Dörnberg. Auch hier lassen wieder die Kinder mit ihren Eltern Drachen steigen und haben viel Spaß dabei. Ein paar Meter weiter kommen wir zum Café Helfensteine. Auch hier auf der Wiese lassen Kinder ihre Drachen steigen. Man kann hier auch bis oben auf die Helfensteine klettern und hat von da eine herrliche Aussicht. Vor ein paar Jahren haben wir auch schon von da oben die Aussicht genossen. Doch jetzt wollen wir noch weiter zu dem Bergcafé Friedrichstadt.
Hier noch einmal ein Blick von dem Bergcafé Friedrichstein auf das kleine Städtchen Zierenberg. Wir bedanken uns für euren Aufruf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.